Mein Name ist Kathrin Perren und ich arbeite als Hebamme in der Hirslandenklinik Stephanshorn in St. Gallen. Ich bin Mitglied von Redog Schweiz. Das ist eine Such- und Rettungshundeorganisation, die der Rettungskette Schweiz angehört. Und mein Hund ist ausgebildet, um Menschen in Trümmer zu orten und zu finden. Mein Hund ist eine 7-jährige deutsche Langhaarschäferhündin. Sie heisst Kishani, wir rufen Shani. Ich bin in einem Rettungsunternehmen in Zermatt gross geworden, habe das von Kind auf miterlebt und habe dann bei meinem zweiten Hund, den ich bekommen habe oder den ich mir zugetan habe, gefunden, das ist jetzt der Zeitpunkt, um selber aktiv zu werden mit einem Hund. Ich war selber noch nie im Einsatz gewesen. Ich wäre für China auf der Liste gestanden, aber das Land hat das Erbe selber gemeistert und wäre eigentlich in Bondo mit dabei gewesen, bei dem grossen Feldsturz jetzt im August. Aber da meine Hündin ein frisch operiertes Kreuzband wo gerissen war, war sie immer nicht einsatzfähig. Ich stehe einem Einsatz gegenüber mit sehr, sehr viel Respekt, weil ich eigentlich auch nicht recht weiss, was mich denn erwartet, wie viel Elend das ich sehe, ob man wirklich verhebt, ob man die Trainingsfähigkeiten können überbringen in einen Einsatz und wie ich dann damit auch umgehen kann. Wir müssen unser Training ein bisschen unterscheiden. Wir trainieren einerseits die Unterordnung und die Führigkeit. Das machen die meisten von uns in einer schweizerisch-kynologischen Gesellschaft. Und wir haben die Zugarbeit an und für sich, wo wir bei Redog trainieren. Aber alles in allem kommt es auf etwa 3 Trainings pro Woche. Ich finde, es braucht sehr, sehr viel Teamarbeit, auch von den Kollegen. Es ist etwas, das man nicht alleine trainieren kann. Man ist auf Hilfe angewiesen von den Mithundeführern. Und was mich enorm fasziniert, ist die Leistungsfähigkeit der Nase der Hunde. Das Hobby und die Arbeit unter einen Hut zu bringen, ist nicht so eine einfache Sache. Es braucht sehr, sehr viel Kooperation auch vom Arbeitgeber. In meinem Fall jetzt von der Hirslandenklinik, wo ich Gott sei Dank bekommen habe. Sie müssen mir ja auch so okay geben, dass ich ihnen Einsatz dürfen, wenn es einen gibt. Und ansonsten ist es so, dass man natürlich auch als Hebamme zwischen ihnen mal frei hat und schaut, dass man nicht gerade den Dienst hat, wenn die Trainings stattfinden.